Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei Taora Survival. Wir haben das letzte Mal noch zwei neue Mitarbeiter im Grunde rekrutiert. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Medizinische Zentrale bauen. Bau eine medizinische Zentrale, das ist jetzt quasi unsere nächste Aufgabe, die wir haben. Von daher würde ich sagen, wir gehen auch mal... Moment, wir hatten doch auf der Map irgendwo... Genau, hier drüben hatten wir ein Auto. Das ist da, 328 Meter. Das wollte ich mir auf jeden Fall mal angucken. Und natürlich auch mal hier schauen, ob ich hier irgendwas looten kann in diesem Gebäude. Da steht ein Ventilator. So, schauen wir mal, was wir hier drin finden. Ich hoffe, ich habe noch genug Platz, aber es müsste sein. Ja, Platz haben wir auf jeden Fall noch genug. Wir können genügend Lüten plündern. Wahrscheinlich Elektronik oder sowas. Ein Schraubenschlüssel. Ich denke mal, dass der auf jeden Fall wichtig sein wird. So. Gucken wir mal, ob wir hier auch einen Zombie finden oder ob das leer ist, das Gebäude. Oder, oh, ein Motor. Was haben wir denn da? Eine Batterie und nochmal Altmetall, okay. Ja, plündern bitte. Autoreparaturkit, damit kannst du dein Auto reparieren und Energy Drink, 30 Durst und 50 Energie, das ist cool. Hier ist doch bestimmt einer drin, oder nicht? Da kann man nichts machen. Da kann man plündern. Stoff und Kohle. Eine Capri-Hose. Ausrüsten. Achso, geht nicht. Okay, Moment. Dann nehmen wir es erst einmal rein. Da können wir nichts machen. Leere Glasflasche. Wenn du Wasser in eine Flasche füllst, wird es Teil der Flasche. Kann geworfen werden. Okay. Und Baumstämme, ja. Baumstämme können wir auf jeden Fall brauchen. Das ist nichts weiter. Jetzt gucken wir mal nach innen. Hier scheint niemand zu Hause. Da können wir nichts plündern. Plündern? Elektronik wahrscheinlich oder so. Altmetall, okay. Da haben wir nochmal Samen, Karottensamen und Geld. Es wird schon wieder dunkel. Und es regnet schon wieder. Oh, ich bin ja kein Freund von ständig Regen. Kohle und Seil. Stein. Den können wir nicht plündern. Das können wir mitnehmen. Was haben wir hier? Zwei Steine. Ja, ist okay. Nochmal ein Schraubenschlüssel. Da ist es jetzt natürlich mit Jagd etwas blöd, aber okay. Oh. Haben wir da Nachtsgegner, nächtliche Gegner? Eventuell sind die in der Nacht etwas schwieriger. Vor allem der leuchtet hier so giftig, ne? Und schaut groß aus. Von daher, ich gehe mal lieber ein Stück außen rum. Ich weiß ja nicht, was passiert, wenn ich sterbe. Und keinen Plan. Bis jetzt... Konnte ich es noch vermeiden? Und sollte ich mein Zeug verlieren beim Sterben, dann wäre das gut, wenn ich das nicht allzu weit von der Homebase entfernt machen würde. Aber hier scheint mir etwas mehr los zu sein. Also da würde ich gerne hergehen, wenn wir etwas mehr sehen. Wenn man so einzelne Zomboide kannst du ja erledigen, ne? Ich weiß jetzt nicht, wie viel Schaden ich mache, ob ich jetzt halt mehr Schaden mache oder... Ja doch, wir machen auf jeden Fall mehr Schaden. Da kann man auch nichts plündern. Aber so wie es ausschaut, bin ich jetzt... Nee, ich bin nicht langsamer.
Das hat jetzt nur im ersten Moment den Eindruck gehabt. Also ich denke mal, wenn ich gegen den da oben kämpfe, der da so grün leuchtet, dann sollte ich vielleicht etwas besser ausgerüstet sein. Jawohl, Altmetall und Bäume. Es ist halt ab 19 Uhr wird es finster, ne? Alles einstecken an Bäumen, was geht, bitte. Ich bin auch mal gespannt, ob der dann zum Beispiel auch eine Axt benötigt oder. Also normalerweise sollte es schon so sein, aber die brauchen ja auch. Jetzt wollte ich mal die Pistole ausprobieren. Sag mal. Fünf Schuss tatsächlich. Muss ich mal testen, ob das, wenn das gezielte Schüsse sind, so, also eben Kopfschüsse, ob das dann weniger verbraucht. Ansonsten brauche ich ja echt viel Muni. Jetzt das Tier. Oh. Ja, das ist dann natürlich etwas doof. Muss ich tatsächlich zugeben. Okay, aber wir wollen ja Town Basecamp. Da wollen wir eigentlich hin. Ja, das ist schon das. Uns mal was essen. Man sieht halt nicht sehr weit, also wenn jetzt da plötzlich jemand ist, dann sehe ich das nicht, aber ich denke mal, dass das okay ist. Treffen musste ich auch, ne? Ja, okay, so kann ich natürlich schnell mein Zeug verballern. Ah, da komme ich drüber, ne? So, wir sind da. Ich weiß nicht, ob es das löscht. Okay, verwalten. Medizinische Zentrale. 5 Verletzungserholung, 5 medizinisches Lager, ja. Wir brauchen allerdings noch mehr Leder. Und ich glaube, Leder hatte ich ja dann hier reingetan ins Lager. Also das kann man nicht automatisch rausnehmen, aber man kann es natürlich hier ideal ins Lager packen. So, hier war noch irgendwo ein Tierchen. Das Dumme ist halt jetzt, ich sehe nichts. Ich höre nichts. Wir haben 0.34 Uhr. Nice, komm. Wir gehen mal schlafen. Das ist schon sehr dunkel, ne? So, einmal schlafen bitte. Vielleicht ist es ja dann schon etwas heller. Ja. So, wir haben doch, genau, wir haben 2 Leute, die hier arbeiten, die hier sind. Reden, wiedersehen. Jetzt muss ich nur erst einmal wieder rausfinden, wo war denn der Holzfäller? Was war denn das? Das war der Wassersammler. Das war das Lager. Hier haben wir die Montage. Das ist der Brennofen. Hatte ich Holzfäller nicht hier irgendwo? Lumberyard, genau. Das bauen wir jetzt mal.
Jetzt bin ich auch mal gespannt, ob ich sehe, was die für Eigenschaften haben, die Arbeiter. Plus 9 Holzfällerei, die stehen dann sogar da. Ja, cool, dann bist du hier zum Arbeiten. Da ist natürlich dann wieder, wie gesagt, die Frage, ne? Fortgeschrittene Herstellung, Taylor, habe ich leider jetzt nicht nachgeschaut. Arsenal. So, bist du jetzt am Arbeiten oder was machst du? Wir müssen es jetzt einfach mal abwarten, ne? Ich weiß auch nicht, es hat ja nirgends geheißen, dass ich... Ich würde gerne eure Werte nochmal sehen. Hunting. Bauen wir mal den Hunting. Er hat 6 auf Jagd. Komm, dann stelle ich ihn jetzt halt einfach mal hier auf die Jagd ein. Was haben wir hier? Ziegel. Ja, okay, wir müssen auf jeden Fall noch Leute rekrutieren, dass wir hier auf jeden Fall genügend Leute haben, die arbeiten. Aber wir brauchen auch wahrscheinlich jemanden, der uns Nahrung und so weiter macht, oder? Ja, das Wasser, man sieht es ja da oben an dem Kringel, wie viel da drin ist. Generatorraum. Ich weiß halt nicht mehr, was ist, ne? Weil wenn es das nicht... Eine Mine, da bräuchte man 10 Holzbretter für. Muss ich da jetzt irgendwas einstellen? Nee, reden kann ich mit denen nicht. Also ich muss jetzt einfach mich mal drauf verlassen, dass die... Baumstamm. Ob der das jetzt macht, ich weiß es nicht. Ich habe wirklich keine Ahnung, aber ich esse jetzt mal was. Und dann trinken wir mal was. Dann holen wir uns gleich einmal neues Wasser. Okay, essen die jetzt halt automatisch oder was haben wir hier? Food Storage? Okay, die nehmen sich anscheinend hier was raus. Ach, danke, dass der Regen aufhört. Öffnen. Machen wir mal 10 Stück. Zuweisen kann ich ja niemanden, ne? Das dauert halt alles ein bisschen, das ist klar. Open. Ja, die trinken das weg. Jetzt weiß ich nicht, wenn ich jetzt halt hier rohes Steak, wenn ich das jetzt mal aufteile. Ach, verdammt. Ob die das dann selbstständig kochen, würde mich interessieren. Also reden kann ich mit denen nicht. Da bin ich jetzt noch ein bisschen verwirrt. Ich weiß auch nicht, ob ich da irgendwas... Also einstellen kann ich da nichts. Wir haben doch noch das Hauptzelt. Das ist die Karte. Ich kann hier nicht rein, leider. Aber tu mal die Pistole vielleicht weglegen. Kann ich da irgendwie die... Ja, nimm lieber den Bogen in die Hand. Quests öffnen. Medizinische Zentrale bauen. Baue eine medizinische Zentrale. Das habe ich doch gemacht. Nebenaufgaben. Gibt's nichts. Ja, okay. Dann gehen wir mal auf Jagd. Komme ich da irgendwo auch drüber? Kann ich da... Ach, da kann ich durch, ne?
Okay. Drei Pfeile und das Viech ist erledigt. Und mit der Pistole brauche ich 5 Schuss. Na gut, ich bin halt nicht gerade der beste Schütze, ne? Das ist auch klar. Da vorne ist nochmal irgendwie eine Siedlung oder so. Aber gut, wir bauen jetzt erst einmal diese medizinische Zentrale. Kann ich über das Auto drüber klettern? Wahrscheinlich, oder? Ja, geht. So, verwalten. Medizinische Zentrale. Wunderbar. Mission erfüllt, erhalten. Dankeschön. Garage bauen. Baue eine Garage. So, was haben wir hier? Med Store. Energy Drink. Ja, ist egal. Ich lasse es jetzt mal. Was, kann man hier irgendwas machen? Kann man da was machen? Kann man dort was machen? Erste-Hilfe-Kit oder Bandage kann man bauen. Okay. Für das Behandeln von Wunden verwendet. Plus 30 Haltbarkeitspunkte. Okay, wenn ich jetzt halt mal hier 5 Stück baue, dann wären das halt gerade mal 10 Stoffe. Das ist jetzt kein Problem, oder? 5 Stoffe. Und dann kann man das hier reintun. So, wir brauchen allerdings noch Altmetall. Wir brauchen noch diese Elektronikkomponenten. Das könnte sein, dass ich die ja da rein habe. Hier. Und wir brauchen noch eine Batterie. Habe ich noch eine? Ja. Und wir brauchen noch Schrott. Da habe ich jetzt allerdings nichts. So, wir können die Samen raus tun. Die Hose wollte ich mir nochmal angucken. Capri-Hose. Blaue Jeans. Passt gut zum weißen Hemd. Schön. Okay, die kann ich dann verkaufen. Das ist auf jeden Fall auch schon mal gut. So, wir brauchen allerdings jetzt noch Schrott. Das Spiel macht wirklich mehr Spaß, als ich gedacht habe. Vor allem ist es ja auch spannend, so dann diese Punkte hier abzulaufen. Also ich muss auf jeden Fall unterwegs immer wieder jagen. Ich lasse die zwei jetzt einfach mal so sein, wie sie sind. Also ich mache jetzt da mal nichts. Einfach mal in der Hoffnung, dass die auch irgendwas machen. So, wir sammeln währenddessen noch ein bisschen Stein und Baumstämme und sowas. Hier sind ein paar Zombies unterwegs. Gibt es hier eigentlich dann auch ein Auto? Wo bin ich? Hier bin ich, ja. Da gibt es anscheinend ein Auto. Deswegen gibt es hier auch etwas größere Gegner. Jetzt gucke ich mal, ob ich den vielleicht hier pullen kann. Ich sehe leider nicht, wie viel Schaden ich mache. Ah, okay. Der ist explodiert. Oh ja, wenn ich die treffe richtig, dann zerfallen die. Ja, geladen haben müsstest du allerdings, ne? Okay, schauen wir mal, was wir hier alles haben. Schuhe, Klamotten, toll. Da ist nichts. Einfach mal einsammeln jetzt, ohne jetzt groß zu gucken. Uah. Ja, lieber ein bisschen vorsichtig sein mit Munition. Ich meine, das sind hier einige. Ihr lauft mir auch immer genau ins Fadenkreuz, ne? Okay, der hat nichts. Jetzt. Oder muss ich mal gucken, ob das ein größerer Rucksack ist? Ist das da? Wahrscheinlich explodiert es. Ich weiß es nicht. Muss ich mal probieren.
Schön langsam ranarbeiten, ne? Das ist auch klar. Ups. Der wird wahrscheinlich auch explodieren, oder? Ja, da vorne steht ein Auto und das schaut noch gut aus. Das gucke ich mir dann an. Die laufen mir halt schön ins Fadenkreuz rein. Das ist. Oh, warte mal, ich wollte auf das Ding schießen. Ob das explodiert? Ne, es explodiert nicht. Ich will bloß, dass die herkommen. Dass ich die dann alle hier auf einmal looten kann. So, Oma, komm her. So, schauen wir mal, was wir plündern können. Ich habe jetzt gedacht, dass ich die teilweise gleichzeitig plündere, aber so wie es ausschaut, ist dem nicht der Fall. So, schauen wir mal, ob wir hier noch irgendwas haben. Ein Friseurstuhl. Das ist anscheinend etwas mehr. Oh, noch eine Pistole. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob es da Unterschiede gibt. Was haben wir da? Nix, das ist ein Zelt. Das modernste überhaupt. Den muss ich wahrscheinlich abklopfen. Da vorne steht ein Automat. Das ist die Gaming Zone hier. Ups, abgerutscht. Erst einmal clear, ne? Das ist auch klar. Ja, kann ich den nicht mehr nehmen, oder was? Ich meine, ich hab ja die Taschen recht voll, ne? Ich weiß schon. Aber doch, ich habe noch Platz. Okay, das geht. Wir haben auch noch ein paar Schuss über. Aber ich denke, da werde ich mir die Munition einfach kaufen und fertig. Holz auf jeden Fall immer. So was kann man hier nicht looten, ist okay. Dann schauen wir mal ins Haus rein. Ich würde aber trotzdem erst noch schauen, ob hier noch irgendwer rumläuft, oder? Die kann man nicht plündern. Die müssen wahrscheinlich, schauen dann wahrscheinlich anders aus. Gastanks, da könnte es natürlich sein, dass die explodieren. Ne? Okay, hier kann man auch nichts looten. Aber es ist ja schon mal schön, dass man hier rein kann. Der Schrank ist leer. Ich sehe sonst keinen rumlaufen. Nee, ich habe wirklich alle erwischt. Das ist nur ein Stuhl. Ich weiß aber nicht, ob man die vielleicht auch mal plündern kann, dass man da Altmetall oder irgendwas bekommt.
her damit. Hä? Ach, das ist ein Sack. Ich bin schon gewundert. Okay, gehen wir erst mal hier rein. Hier kann man nichts plündern. Dann gehen wir mal erst in das Haus und dann noch in das andere Haus. Ich habe jetzt schon gedacht, dass man da gar nichts plündern kann. Da sind wahrscheinlich Alkohols drin. Oh, warte mal. Stoff und $20 waren das jetzt, glaube ich. Jawohl. Sulfur. Lauf dich nicht fest. Bist du eigentlich durchgeladen? Ja. Da ist nix. Das ist nix. Vielleicht an der Bar. Hier wieder. $10 und Stoff. Da wahrscheinlich Wasser. Eine leere Wasserflasche und eine Wasserflasche. So, und jetzt gehen wir mal hier in das Auto. Muss nicht repariert werden. Es hat 100 Haltbarkeit. Fahren. Ui, wir haben tatsächlich ein nettes Autolein. Aber wir haben ja ein Reparaturkit. Jetzt muss ich mal probieren, ob ich auch damit auf Jagd gehen kann. Wenn du das Tier erwischst, dann vielleicht, ja. So, probieren wir es nochmal. Ja, damit spare ich mir natürlich dann auch nochmal. Wie kann ich aussteigen mit F? Damit spare ich mir natürlich dann auch nochmal Munition. Das ist cool. Da kann ich ja dann... Oh, öffnen. Das hat Inventar. Schön. Also damit lohnt sich's auf jeden Fall, looten zu gehen. Hupsi. So. Wenn ein Baumstamm stört, dann tun wir ihn einfach weg. Also ich weiß nicht, ob das Fahrverhalten von den verschiedenen Autos unterschiedlich ist. Das weiß ich natürlich nicht. So. Gucken wir mal. Verwalten. Bau. Und damit haben wir dann auch unsere Garage. Cool. Mission erfüllt. So, baue eine Farm. Da brauchen wir 10 Holzbretter dafür. Ich schaue jetzt dann auch gleich mal beim Holzfäller nochmal rein. Öffnen. Holzplanken. 10 Stück bitte. Crafting. V. Also ob der Holzfäller jetzt dann was drin hat und der Jäger, ob die jetzt dann was drin haben im Inventar. Es könnte ja sein, dass einfach das dann eben ein bisschen braucht. So, auf K hört er wahrscheinlich auf zu produzieren, wenn ich gehe, ne? Nee, nicht einmal. Wir haben einen Charakterpunkt. Gesundheit erhöhen muss ich jetzt halt nicht unbedingt, finde ich. Machen wir mal die Intelligenz wieder. Intelligenz, höhere Effizienz bei Handel und Herstellung. Auf jeden Fall. Und was haben wir hier? Das haben wir ja schon. Damage plus 30% Pistolenschaden. Das sollte ich machen. Wir machen das so. Work. Nicht aufhören zu arbeiten hier. Das geht nämlich nicht. Jo. Aber irgendwo muss ich doch auch was haben, wo ich... Hol dein Licht wieder an. Dass ich was verwalten kann, oder? Ja. 20 Baumstämme sind drin. Tatsächlich.
cool. Und dann ist ja wahrscheinlich beim Jäger auch was drin, oder? Nee. Brauchst du irgendwas? Ups. F öffnen. Bären. Kann das sein, dass ich das hier angeben muss? Dass ich dann sage, okay, bitte 20 Bären. Craft. Und rohes Steak eben hier. Craft. Und dann ist er am... Okay, der stellt jetzt im Grunde die Bären her. Und wenn der das dann hergestellt hat... Okay, ich muss einfach schauen, dass ich denen immer was zum Arbeiten gebe. Und dann haben wir das hier drin, ne? Das heißt also hier einmal öffnen. Baumstämme. Von mir aus 100 Stück. Craft. Dann ist eher im Basteln. Das ist schon krass. Also ich würde den Schlafplatz erstmal ausbauen, weil wir haben ja jetzt halt nur 3 Leute insgesamt. Wir brauchen für die Aufwertung allerdings Kommandozentrum Level 2. Und das Kommandozentrum ist ja das hier vorne. Aufwertung. Ja, okay, und da müssen wir natürlich jetzt noch ein paar Sachen holen, ne? Darum ist dann die Frage, ob man nicht wirklich hier sagt, man räumt mal die ein oder anderen Sachen hier rein. Hier zum Beispiel Baumaterialien, dass man dann eben Holz reinmacht. Altmetall geht hier nicht rein. Es geht wahrscheinlich, das gehen nur bestimmte Sachen rein. Da haben wir Blätter noch. Gehen hier Blätter rein? Nein. Geht hier Elektronik rein? Nein. Kohle? Kohle geht hier auch nicht rein. Anscheinend geht hier nur sowas wie das Baumaterial rein. Das muss man natürlich... Und Steine? Steine gehen auch nicht rein. Okay. Wie ist es dann hier? Ich würde halt das Ganze gerne sortieren, ne? Ich nehme jetzt mal alles. Ups. Und dann schauen wir mal, was wir reinkriegen. Also Seile gehen rein, Blätter gehen rein. Altmetall geht auch rein, Stoffe. Treibstoff, wobei Treibstoff und Zange... Ich weiß nicht, ob ich die Schraubenschlüssel beim Autoding draußen brauche. Das muss auf jeden Fall ins Kitchen. Wir brauchen jemanden, der hier kocht, ne? Da die essen das zwar, plus 10 Hunger, minus 10 Durst, plus 40 Hunger. Ich muss das raustun, sorry, aber ich muss hier erstmal kochen. Ne, passt schon, 31, dann wären das... Okay, nochmal. Was habe ich einstecken? Ich habe einstecken 12. Habe ich noch was einstecken? Nee. Das ist ein kleiner Rucksack. Also wir können jetzt manche Sachen verkaufen. Ne? Das wissen wir ja. So, wir können zum Beispiel verkaufen den kleinen Rucksack. Erweitertes Magazin. Das muss ich probieren, ob das dann funktioniert beim Dingsy. Das rote Hemd, das haben wir einstecken. Open Storage, wir können Fleischbrühe, Omelette tun wir rein, roher Fisch, den müssen wir mal schauen, ob wir den kochen können, Schießpulver, mittlerer Rucksack haben wir ja, Sportschuhe können wir mal anziehen, ansonsten die können wir verkaufen. Ja, okay, aber das wird ja Points. Eine helle Hose. Okay, wir können auf jeden Fall diese Klamotten entweder einlagern oder verkaufen. Schaden 30. Was hat meine Pistole? Auch Schaden 30. Feuerrate 7. 9 mm. Okay, können wir dann auch verkaufen im Grunde. Den Rucksack können wir verkaufen. Ich denke mal, dass wir so ein Zeug auch wieder finden. Das behalten wir einstecken erstmal.
Schaue ich gerade mal auf die Uhr. Na, okay, wir sind eh schon drüber raus. Dann werde ich mal das ganze Essen kochen und den Regen abwarten. Ich werde mal das ganze Essen verkochen und ja, dann schauen wir mal, wie es dann beim nächsten Mal weitergeht. Weil wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir die Leute versorgen, die Farm bauen und uns dann natürlich noch jemanden holen, der auch für die Farm arbeitet. Ne? Das ist auf jeden Fall wichtig. Alles klar, das soll es gewesen sein. Lasst ein Like da, schreibt was in die Kommentare. Nicht vergessen, ein Abo da zu lassen, dass ihr keinen weiteren Part mehr verpasst. Und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.